Freunde, seid ihr bereit für das große Finale von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D? Los geht's auf jeden Fall und ich heiße euch willkommen zurück zum beinahe Ende des Projekts. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, das wird echt die letzte Folge sein. Ein Part wird es danach auf jeden Fall noch geben. Aber wir werden jetzt erstmal ganz schnell zu Gandalf gehen. Da unten war noch Krüger, da hätte ich mich noch heilen. Wow, die Wände sehen geil aus hier. Da ist auch wieder hyländische Schriftzeichen hier drauf? Wahrscheinlich, oder? Ich erkenne da jetzt gerade nichts, aber der Schimmer, der da durchkommt, durchs Fenster wahrscheinlich. Das sieht aber übelst geil aus. Ja, genau, in den Krügen hätte man sich nochmal irgendwie heilen können, Pfeile wahrscheinlich auffüllen können und so weiter und so fort. Magie haben wir alles, ist alles voll. Also brauchen wir gar nicht reingucken. So, und hier oben, Leute, hier ist der große Showdown wird beginnen, Leute. Gehen wir rein und zeig's dem Großmeister des Bösen, oder? Das Zwei-Force des Mutes reagiert auf das Zwei-Force der Weisheit und auf das Zwei-Force der Kraft. Aber wir werden hier nochmal geheilt, sehe ich gerade. Stimmt, das ist die Anzeige dafür. Wenn wir jetzt nicht voll gewesen wären, wäre alles voll gegangen. Die Fragmente des Zwei-Force. Ich spüre, ihre Macht scheint sich wieder zu vereinigen. Ich fehle zwei Fragmente. Ich warte seit 7 Jahren darauf. Ich bin wirklich überrascht. Ich hätte nicht erwartet, dass gerade ihr zwei sie tragen würdet. Endlich, endlich. Die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei. Ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Zwei-Force. Übergebt mir die Fragmente. Ich befehle es. Vergiss es, Kollege. Patrick, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Patrick. Da ist er. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Schnell weg hier, bevor er mich hier runterhaut. So, und jetzt geht's richtig los. Deadman's Volley müsste es heißen. Dieses Tennisspielchen hier gegen Ganondorf oder gegen Phantom Ganon. Mal gucken, ob er mehr drauf hat als das Phantom. Aktuell sieht's schon so aus. Man muss hier noch mit einem Lichtpfeil abschießen, damit er runterfällt. Drauf, da komm. Denk immer weiter rauf. Schade, hat nicht gereicht für einen. Ich glaube aber auch irgendwie ein bisschen, dass die schneller ausschützt auf dem N64, ganz ehrlich, die manchen Gegner. Aber bei Twin War bin ich auch fast sicher, dass die schneller aufsteht. Immer nach genau 3 Hieben so gefühlt. Zack. Und reicht das jetzt mal? Jawohl. Hat er nicht richtig reagiert? Also Tennis ist nicht seine Stärke. Und tschüss, Mann. Immer noch nicht, okay. Der hält einiges aus auf jeden Fall. Wäre auch uns langweilig, ne, wenn er direkt weg wäre. Also einiges sagt mir Navi nur. Was war das denn jetzt? Dass sie ihn nicht anvisieren kann, ja, okay. Da können wir jetzt direkt abballern, wenn er so ohne Deckung ist. Sag mal. Der hält noch einen aus. Sag mal, macht der das immer, dass er hier 2 Felder raushaut? Ja, okay, nochmal den Move, okay. Perfekt. Weg ist er. Runde 1, geschafft. Alter, diese Augen. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind, das darf nicht sein. Ja, schön den Schleim ausgespuckt. Patrick! Ganondorf setzt Explosion ein. Sein letzter Schachzug. Das ging schnell, wa? Ihn zu besiegen. Was war's auch nicht, Leute? Ganondorf ist down. Zelda ist auch so gut wie gerettet, sie kommt da runtergeflogen. Aus ihrem Kristall gleich raus. Alles ist wieder gut, oder? Sollte man meinen.
Ganondorf, mitleidenswerte Kreatur. Deinem, der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte die Macht der Götter nicht benutzen. Diese Musik, ey. Ja, Leute, ihr müsst runter vom Turm. Patrick, hör zu, der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Gandos letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Ja, bin dabei. Und die Herzen sind wieder voll. Ich hab keine verloren, oder? Der hat mich ja nicht getroffen. Aber die Anzeige kommt immer so irgendwie so richtig auffällig, dass ich immer denke, dass wir geheilt worden wären, wenn wir nicht volle Herzen gehabt hätten. Das hier ist übrigens eine Stelle, die ich im Randomizer sehr gerne überspringe. Einfach weil man ja, also wenn man einen Randomizer spielt, kennt man das Spiel ja in der Regel. Ansonsten sollte man vielleicht auch keine Randomizer spielen, obwohl das vielleicht auch mal eine Erfahrung wäre. Als Blindspieler, aber nee, als Blindspieler ist natürlich auch, ist ja quasi, man weiß ja nicht, was wo ist, ne, normalerweise. Macht für mich wenig Sinn. Aber diese Flucht hier vom Turm, die überspringe ich auf jeden Fall gerne mal. Die ist einfach, wow, so unnötig. Was runtergefallen. So, perfekt, wir müssen hier mit Zelda immer weiter. Und sie kann halt die Türen irgendwie öffnen. Alohomora setzt wahrscheinlich ein, oder keine Ahnung. Zelda, warst du auf Hogwarts? Ach, da bist du ja schon. Alohomora passt nicht ganz, das öffnet Schlösser, ne? Das ist ja kein Schloss in der Hinsicht. Aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? So, jetzt bist du gefangen genommen. Wenn ich da hingehe, zumindest. Da, was sind Feuersäule? So sind die Viecher, so, da sind sie. Ja, noch 2 Minuten, Gund. Komm, spring. Wird der schon mal weg? Wo ist der andere? Da ist der Kollege. Den dreh ich um, Idiot. Ja, der kann wieder aufstehen, der liegt hier noch. Weg sind sie, so, sehr gut. Ah, danke, Patrick, schnell, lass uns fliehen. Oh, danke für die Herzen, sehr gut, die brauche ich. Wohl eigentlich auch nicht, aber ist egal. Ich habe ja noch 4 Feen. Weiter geht's, komm. Wunderbar. So, ich glaube, hier passiert jetzt nichts großartig. Außer, dass er da irgendwie durch diese Meteore durchlaufen kann, ohne dass was passiert. Was soll's? Sie hat einen Schutzzauber, ne? Ah, hier kann ja da einiges passieren. Aber wenn sie mich da reinschubst, einfach in diese Flammen. Blöde Kuh, ey. Bin nicht mehr viel Zeit, ne? Ich glaube, wir sind auch gleich unten. Wir sind schon unten. Komm her, du oller Zombie. Mach dich platt. 2 Hiebe, zack, bist du weg. Danke, Big Rundschwert. Das ist schon wirklich eine Sache, die sollte man sich echt holen. Wie ich schon sagte, als wir uns das geholt haben, man kann es direkt so holen, wenn man erwachsen ist. Man muss dann halt nur die Eishöhle vorziehen, weil man König Soraya befreien muss. Um den Glotzfrosch zu kriegen. Im Rahmen der Tauschquest. Wobei man nur die Flamme holen muss, eigentlich, ne? Also man muss nur Flamme rausholen, den auftauen. Muss ich die ganze Eishöhle machen, theoretisch. Wenn man einmal drin ist, sollte man die dann direkt machen, ist meine Meinung. So, der Turm stürzt zusammen, wie wir wissen. Erstmal alle Einzelteile zerfallen, genauso mustert. Tja, Ganondorf, du hast uns nicht erwischt. Das war's wohl. Und weg ist der Turm. Da oben haben wir gerade noch gekämpft, ne? Auf dem jetzigen Dach, kann man so sagen. Vorher war ja noch ein Dach drüber. Seitdem Ganondorf das ja zerstört hat. Mein Gott, die beiden stehen da noch und die ganzen Erschütterungen und so, ne? Es ist vorüber. Alles. Denkst du?
Vielleicht sollte man nochmal nachgucken, was mit Ganondorfs Leiche ist. Mit seinem Körper. Patrick, tut mir leid, dass ich dem Kampf nicht helfen konnte. Alles gut, Navi. Da ist noch was im Gange, hallo? Hast du das gehört? Link, schau mal nach, genau. Er beschützt die Prinzessin. Wie ein wahrer Ritter. Gefangen. Als ob es das schon war mit Ganondorf, das wäre viel zu einfach, Leute. Er hat ja Phantom-Ganon mehr drauf gehabt. Jetzt sehen wir, wozu das Treppenhaus aus der Kraft wirklich in der Lage ist. Hier sehen wir die Geburt von... Ich nehm's nicht vorweg. Es steht gleich unten. Ganon! Und wenn Ganon eine Mega-Entwicklung durchführt, dann wird er zur Verheerung Ganon. Nein, Spaß beiseite. Diesmal hat er keine Macht mehr über mich. Wir kämpfen gemeinsam. Alles klar, aber ich muss erstmal unbedingt. Freunde, ich hab's nicht vergessen, ich hab wirklich kein Schwert mehr ausgerüstet. Man, es wird mir unterstellt, ich habe das Master-Schwert ausgerüstet gehabt, aber ich kann das Bigoron-Schwert direkt wieder ausrüsten. Nein, kein Problem. Immer schön durch die Beine rollen. Und zack. Das ist echt so dumm. Schiff, da habe ich erwischt. Rexvieh. Dann dreh ich um. Mich durch die Beine rollen, genau. Zack. Ich könnte jetzt auch mit Lichtpfeile betäuben, mache ich aber nicht bei in der Phase. Denn wir wissen ja, dass Big Runeschwert wird ihn nicht verbannen können. Dafür brauchen wir das Masterschwert schon noch. Ja, haus weg, genau. Du Arsch. Hier hätte ich gleich noch gebrochen, können die Magieflaschen vielleicht. Der hält einiges aus, der Typ. So völlig zurecht, aber auch als letzter, als feiner Boss. Wäre es ja langweilig, wenn der nicht viel aushalten würde. Zack, wieder auf den Schweif. Der leuchtet so schön, ne? Ich find's auch geil, dass Ganondorf wieder diese Form, oder endlich diese Form, als Ultra Smash hat in Smash. Ich finde ich viel cooler als diese Dämonenbestienform aus 2.0, also für Smash jetzt meine ich. Nicht allgemein. So, da liegt er. Da geht er auf die Knie. Läuft aus einem Knie zumindest. Patrick, das Masterschwert, es ist hier, schnell! Jetzt bin doch einfach rüber, du blöde Kuh. Ah, ich kann's wahrscheinlich nicht ziehen, ne? Das ist das Ding. So, Masterschwert, du bist auch mal wieder dran. Diesmal brauchen wir dich. Kannst du mich nochmal heilen? Das Masterschwert, vernichte gerne mit deiner heiligen Waffe. Okay, mache ich. Bam, wieder auf den Schweif drauf direkt. Steh auf, Mann. Und bam, in die Fresse geballert. Wow. Wow, das war knapp. Und tschüss. Aber wie viel hält der denn noch aus? Ganz schön robust, der Kleine. Das olle Schwein. Da liegt er, Leute. Das war's mit ihm. Zelda, hilf mir. Endlich hilft die Prinzessin. Kann auch mal was machen, als siebte Weise. Ich versuche gar nur mit meiner Kraft zu bannen. Und nur das Schwert und versetze ihn mit Todesstoß. Ist trotzdem nicht besser als die Zelda aus Breath of the Wild. Obwohl sie ihre Kräfte schon nutzen kann. So, und jetzt, Leute. Schlitz! Dieses grüne Geblubber oder was da rausfliegt, das ist tatsächlich zensiert. Das ist in der Ursprungsversion tatsächlich Blut. Oh, ihr sechs Weisen, es ist soweit. Also Ursprungsversion auf dem N64, ich glaube auf dem 3DS nie gewesen, schätze ich mal. Direkt zensiert in allen Versionen. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ihr Erschaffer Hyrules. Öffnet das versiegelte Portal und schickt die Kreatur des Bösen in Abgrundhülle. Oder spricht das Zelda? Ich würde jetzt unterstellen, das ist Rauru. Die sechs Weisen. Freunde, ich habe mal eine Frage an euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Glaubt ihr, dass die sechs Weisen gestorben sind oder dass sie noch leben?
Also ich persönlich bin mir jetzt zumindest bei Darun ja sicher, dass er von Volvagia gefressen wurde und getötet wurde. Aber trotzdem würde ich mir gerne eure Meinung dazu hören, ob die wirklich alle tot sind oder nur einer oder gar nicht tot sind, alle noch leben eigentlich. Schreibt mir auf jeden Fall gerne eure Sicht der Dinge in die Kommentare. Ich würde es gerne lesen und gerne hören. Du Widerlicher. Ich verfluche dich, Zelda. Ich verfluche euch, ihr Weisen. Ich verfluche dich, Patrick. Ach, eines Tages werde ich dieses Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Wie war, wie war? Allein dieser Satz ist für mich schon ein klares Zeichen dafür. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist. Ja, das hat mich dumm, das nicht zu entreißen, tatsächlich. Das ist für mich auf jeden Fall klarer Hinweis dafür, dass es an sich in den nachfolgenden Zelda-Spielen immer der gleiche Ganondorf oder Ganon ist. So. So, tutscht euch, ihr zwei. Spaß. Ich weiß nicht, die beiden habe ich nie so als Liebespaar gesehen. Da gab es schon, also Links und Zeldas, wo ich eher dachte, die könnten ein Paar sein. Aber die beiden irgendwie nie. Danke, Patrick. Dank deiner Hilfe ist es gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Als Beispiel wäre da zum Beispiel die beiden aus Skyward Sword, weil die beide zusammen aufgewachsen sind. Die finde ich, die hätten echt ein Paar werden können eigentlich, aber vielleicht sind sie es auch im Nachhinein, keine Ahnung, weiß man nicht. Ich glaube eher nicht. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Ich bin schuld an einem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung, ich konnte noch nicht wissen, welche Fernisse sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Und es ist an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe das Zeitportal. Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Patrick, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückbringen zu können. Dafür soll das Schwert erstmal zurückstecken. Das macht er dann in der Vergangenheit, klar, logisch. Ich will eigentlich sagen, das Schwert kann mich auch zurückbringen in die Zeit vor 7 Jahren, ja, aber es. Ich wollte es nur anmerken. Nun herrscht wieder Friede in Hyrule. Nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Wir haben uns eh nicht viel gesehen, ist ja egal. Also ich traue jetzt nicht darum. Geh nun, Patrick. Hol dir die verlorene 7 Jahre nach. Geh nach Hause. Dorthin, wo der Platz ist. Als der du aufwuchst. Danke, Patrick. Lebe wohl. Der Melodie sag ich natürlich nichts, das ist so eine schöne Musik. Da kann man ruhig mal den Bubble halten, oder? Aber Leute, da läuft schon der Abspann. Und was soll ich sagen? Ocarina of Time, ich hab's glaube ich schon am Anfang des Let's Plays gesagt, deswegen hab ich's eigentlich schon vorweggenommen, mein Fazit, aber es ist einfach ein wunderschönes Spiel. In der 3D-Optik zu Recht deutlich besser als oder deutlich hübscher als auf dem N64. Deswegen habe ich auch die Version lieber Let's Played für euch als das Original. Die einzige, also die eine der Stellen oder zwei Stellen mittlerweile, die, wo ich sagte, dass ich die auf der N64 besser fand oder bevorzugt hätte, die Version dann, waren tatsächlich die Killer-Omas und im Nachhinein auch die Zimmermänner, weil die auch, heißen wie die Beatles im Original. Hier nicht mehr, hier heißen die irgendwie Bodo, Bosco, Ben und was weiß ich. Und Bob, nee, Bob war nicht dabei, aber den Gag habe ich halt gebracht in dem Moment. Bob der Baumeister halt, obwohl Bob der Baumeister kein Zimmermann ist, aber ist egal. Ja, und die Musik ist einfach wundervoll. Also für mich hat Ocarina of Time definitiv einen sehr schönen Soundtrack, wenn nicht so einen der schönsten Soundtracks generell aus der Zelda-Reihe. Wobei man das nicht sagen kann, wirklich. Also tatsächlich, jetzt auch wieder im Nachhinein, wenn ich das Spiel gespielt habe, finde ich tatsächlich in Breath of the Wild den Soundtrack nicht so prall. Obwohl der zur Atmosphäre des Spiels passt, das ist wieder das Ding, ne? Das darf man nicht vergessen. Da gab es auch nicht unbedingt sowas wie hier, dass man Instrument gespielt hat. Deswegen fiel das ja auch schon mal weg. Aber genug von Breath of the Wild, bleiben wir bei Ocarina of Time. Es hat an sich auch ein recht kurzes Spiel, wenn man so will.
Ich meine, wir haben jetzt 34 Parts, es kommt noch ein Bonus-Part, der jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Aber für die Story, 100% finde ich 34 Parts völlig in Ordnung. Und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit meinem Minish-Cap-Let's Play, kann das sein? Müsste ungefähr so hinkommen. Ich glaube, das waren noch 35 Parts oder so. Wobei auch da am Ende ein Bonus-Part war, so gesehen. Oder zwei. Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ein Bonus-Part, wo ich dann die ganzen Figuren noch vorgelesen habe. Das werde ich jetzt hier nicht machen, Leute. Was hier im Bonus-Part drankommen wird, das ist schon aufregender, würde ich behaupten. Wenn auch in so gesehen Wiederholung. Trotzdem möchte ich euch zeigen, was in der 3D-Version ein neues Feature war, das auf dem N64 nicht gab. Und das soll ich dann auch mitnehmen. Meistens von euch werden jetzt schon wissen, worum es gehen wird. Auf jeden Fall wird der junge Link nochmal zum Einsatz kommen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, und ansonsten kann ich mich an der Stelle nur schon mal bedanken für alle, die dieses Projekt verfolgt haben. Für eure Kommentare, für eure Likes. Generell einfach nur fürs Zusehen, natürlich. Das ist mir schon eine große Ehre. Weil, ganz ehrlich, als ich hier mit YouTube angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass... Also aktuell, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, bin ich bei 280 Abonnenten. Keine Ahnung, wie es dann aussehen wird, wenn die Folge online ist. Hoffentlich ein paar mehr als weniger, natürlich, ne? Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Abonnenten haben will, ganz ehrlich, als ich angefangen habe mit YouTube. Ich habe das echt eigentlich aus dem Laden heraus angefangen. Seitdem macht es mir jedes Mal sehr viel Spaß, für euch die Spiele zu zocken, entweder auch Blind-Spiele, neue Spiele. Oder einfach Spiele, die ich in meiner Kindheit gezockt habe und bis heute liebe. Ocarina of Time ist auf jeden Fall eins davon. Und es ist auf jeden Fall auch eines für mich persönlich eins der besten Welts überhaupt. Nicht umsonst wird es immer wieder aufgegriffen in nachfolgenden Spielen, also zeitlich nachfolgenden Spielen. In Link to the Past zum Beispiel natürlich nicht. Obwohl es zeitlich laut Timeline später spielt. Aber es ist halt vorher erschienen, da geht das ja schlecht. Aber zum Beispiel in Wind Waker, bin schon im Held der Zeiten gesprochen. In Twilight Princess sieht man dann wieder die sechs Weisen, auch wenn sie da anders aussehen als hier jetzt. Da sind sie quasi noch so Lichtgestalten. Ja, und da war die Maske hinten auch nochmal. Medigoron, nicht Bikoron, Medigoron mit Anju, die Hühner balanciert, obwohl sie eine Allergie hat, was gar keinen Sinn macht. Die Grudo-Kriegerin oder die Tänzerin in dem Fall, lieber besser gesagt. Ich feiere hier einfach eine wilde Party. Ah, hier noch Mido und König Sora. Die beide, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Opfer hin mussten. Jetzt für die Diskussion, sind Salia und Ruto gestorben oder nicht? Die sind auf jeden Fall weg vom Fenster, sagen wir mal so, für die Leute hier. Da sieht man schon einen grünen Schimmer und einen blauen Schimmer. Du weißt sofort, was los ist, König Sora genauso. Ja, und ansonsten, das sind eigentlich die einzigen beiden, die irgendwie eine gute Freundin oder Familie sogar verloren haben, ne? Ja, okay, und Darunias Sohn, wenn du so willst. Oder wenn man so will. So, auf jeden Fall sehen wir die Weisen jetzt gleich nochmal. Aber es sind nur... Da fehlt der Rauru, kann das sein? Sind das nur die fünf? Ja. Die fünf Weisen ohne Rauru halt. Also die sechs Weisen ohne Rauru sind es dann fünf. Gucken vom Todesberg, vom Gipfel nach unten, auf Hyrule hinab. Da habt ihr die Aussicht von da oben ist richtig geil, oder? Ich hab nicht runtergeguckt. Weil man glaube ich auch nicht so viel sieht hinter durch die Texturen. Leute, es war mir eine Ehre, aber der Abspann ist noch nicht vorbei, auch wenn es so aussieht. Oder das Spiel ist noch nicht vorbei. Denn jetzt kommt noch eine kleine Abschlusssequenz. Diese Sequenz bildet den Mars oder den Grundstein für den Nachfolger für Majora's Mask. Da ist er wieder, der junge Link. Master Schwert steckt wieder im Sockel. Und Navi, hast du noch was zu sagen? Nein? Hallo Navi, wo willst du hin? Und er ohne Spaß. Navi hält das ganze Spiel aber nicht die Fresse. Dann haut sich ohne ein Wort zu sagen einfach ab. Was eine Knalltüte. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Fängt mit B an. Naja, aber wie gesagt, Majora's Mask geht ja Link auf die Suche nach Navi. Und das werden wir sicher uns auch irgendwann angucken. Aber mal sehen wann. Definitiv nicht sofort als Nachfolgeprojekt geplant. So viel kann ich schon mal sagen. Aber es wird bestimmt bald... Da müsste jetzt noch ein Abschmack kommen. Ach nee, da kommt ja jetzt noch genau noch eine Sequenz. Stimmt. Ist immer noch nicht zu Ende. Ja, der gute Link. Die haben ja Abschied genommen. Aber da muss er die
die Alte nochmal besuchen, also die Junge in dem Fall wieder. Aber sie muss ja da zurückgekehrt sein jetzt. Warum Ganondorf jetzt hier auch aufgehalten wurde vor 7 Jahren, keine Ahnung. Auch so ein Zeitparadoxon irgendwie. Finde ich. Aber es ist ein Happy End, Leute. Lassen wir es so stehen. Ich will es nicht in Frage stellen. Es ist ein schönes Spiel. Ich spiele es immer wieder gerne, so viel kann ich auch sagen. Eben weil es halt nicht so lang ist, wenn man, vor allem wenn man es so gut kennt wie ich in dem Fall. Also ich habe, glaube ich, schon bewiesen, dass ich es sehr gut kenne, oder? Ich bin sicher jetzt nicht der Zelda-Experte. Gibt es sicher Leute, die mehr Wissen haben als ich. Einen habe ich genannt mehrmals im Let's Play, Lux Cycling. Guckt da gerne mal vorbei. Das ist zu Recht der ultimative Zelda-Kanal, deutschsprachig zumindest. Jetzt haben wir noch den Abspann, den es in der 3D-Version neu gab. Ja, was ich eben noch sagen wollte, bevor dann halt noch eine Sequenz kam, ist, dass ich mich auf jeden Fall bald wieder an einem Randomizer widmen werde, wo das Spiel dann mal ein bisschen anders abläuft wieder. Daher kurz Werbung an der Stelle, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Schaut mir gerne mal dabei zu, vor allem wenn ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat. Ihr seid gerne eingeladen. Ich kann jetzt halt nur nicht sagen, wann der nächste startet. Aber Bock hätte ich jetzt auf jeden Fall relativ zeitnah anzufangen, sagen wir mal so. Ja, also ich könnte jetzt noch ewig quatschen, aber ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Bedankt habe ich mich schon bei euch für eure Unterstützung, für euren Support. Wobei ich das natürlich nicht oft genug machen kann. Leslie Swan. Moment, Leslie Swan ist aber auch schon damals die Sprecherin von Peach gewesen. Zu N64 Zeiten. Das weiß ich. Ob es die gleiche ist oder ob es nur eine Namensveränderung ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es die gleiche tatsächlich. Dass sie einfach nur nicht mehr als Stimme von Peach fungiert. Gut möglich, warum nicht, ne? Also noch ein Platz bei Nintendo. Das ist jetzt Nintendo bei, oder? Der deutsche Übersetzer. Martina Diamond und Philipp Zechner. Was ich jetzt auch nicht denken, war auch von der 3D-Version, oder? Aber schon, also es steht schon, okay, das waren wahrscheinlich gleich die Übersetzer, ist egal. Warum soll ich jetzt auf die Credits hier eingehen, Leute? Ganz ehrlich. Die Musik gefällt mir. Ganz ehrlich. Die Musik finde ich gerade richtig cool. Ist halt Zelda-Musik, ganz ehrlich. Eine Zelda-Musik ist einfach richtig geil. Ich liebe die Soundtracks. Nicht nur von Ocarina of Time, eigentlich von... Also wenn man es streng genommen nimmt von jedem Zelda-Spiel. Ob es halt irgendwie nur so eine Neuauflage von einem bekannten Track ist oder so, ist ja scheißegal. Ich glaube, jetzt ist gleich schon vorbei, weil jetzt ist schon hier die Abschiedsszene. Das heißt, der Gretzo-Abspann, der hält sich in Grenzen. Ja, Herr Aonuma, der Produzent der Reihe. Shigeru Miyamoto nicht zu vergessen. Die Wata. Ja, und da haben wir es dann. Das war der Abspann, Leute. Wie gesagt, der schön nochmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nochmal im nächsten Part wieder, hoffe ich, im Bonus-Part. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Euer Basukasu.